So entstand die Erde. Jetzt nochmal von vorn. Am Tag 1 erschuf Gott den Himmel die Erde den Tag und die Nacht. Tag 2. Dann befahl Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, das die Wassermassen trennt. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte das Wasser über dem Gewölbe von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Gott machte eine Wölbung mitten in den Wassern und trennte. Und so entstand Tag 2. An Tag 3 erschuf Gott die Bäume und die Pflanzen. Schuf Gott die Pflanzen und Bäume. Vierter Tag, an dem Gott Tag Nacht Abend, Morgen Sonne Mond und Sterne schuf. Und er sah, dass es gut war. Am fünften Tag schuf Gott die Tiere. Er sah, dass es gut war. Das ist Tag 7, an dem Gott die Erde erschuf. Er war zufrieden mit seinem Werk und ruhte sich nun aus.